Waldo Ferrer Museum. Willkommen im Waldo Ferrer Museum. Dieses Museum wurde 2008 eröffnet, zeitgleich mit dem 100-jährigen Jubiläum der Gründung der Kinder- und Grundschule Söhne der Arbeiter, in der es untergebracht ist. Es ist der Bildung in Almaden gewidmet und wurde dank der Arbeit des Minenaufsehers Waldo Ferrer ins Leben gerufen, wodurch erreicht wurde, dass eine gute Anzahl von Kindern und Arbeitern der tausendjährigen Minen in die Bildungswelt integriert werden konnte und aus der Rückständigkeit und dem Analphabetismus herauskam. Als Auftakt zum Museum befindet sich in der Eingangshalle eine ganz besondere Einrichtung. Ein alter Tisch mit einer physischen Karte Spaniens aus der 1950er Jahren. Ziel dieses Szenarios ist es, die Besucher an einem besonderen Moment teilhaben zu lassen, nämlich daran, ein Foto zu machen, das sie daran erinnert, dass sie sich in einer geschichtsträchtigen Schule befinden und dass sie dies bald in den Museumsräumen sehen können, die sich hinter einem großen Wandbild neben der Eingangstür öffnen. Das Museum ist in zwei Räume unterteilt. In der ersten folgt der Rundgang der Geschichte der Unterrichtsmaterialien, der Lehrmittel, der interessantesten Momente, die in der Schule erlebt wurden, die den Zuschauer aktiv am Rundgang teilnehmen lassen, wobei die Geschichte eines nahegelegenen Bildungszentrums durch sie hindurchfließt und ihn in seine Kindheit und die Erinnerungen der Älteren zurückversetzt. Der zweite Raum bildet ein kleines Zimmer aus der 1960er Jahren aus der Sicht eines heutigen Klassenzimmers nach. Die Tour endet mit der Projektion eines audiovisuellen Films von nur 15 Minuten, in dem Don Quixote und Sancho Figurado die Besucher in diese Ländereien führen und die Geschichte dieser 100-jährigen Schule erzählen. Hunderte von Fotos, Klängen, Stimmen und Bildern erzeugen mit der Visualisierung eines besonderen Moments, der niemanden gleichgültig lässt. Verpassen Sie nicht dieses Museum, ein kleines Juwel voller Sensationen und Erinnerungen, die uns zeigen, dass Bildung einer der größten Werte ist, die der Mensch hat. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten über Almaden erfahren, indem Sie zum nächsten Punkt von Therese weitergehen.